Eine schroffe Bergwelt, hohe Gipfel, endlose Gletscher. Das Val d'Anivier zählt ohne Zweifel zu den beeindruckendsten Gegenden im Wallis. Südlich von Siders liegt das langgezogene Tal im französischsprachigen Teil des Kantons. Gleich am Eingang in das Tal muss eine unwirtliche Landschaft überwunden werden. Ein steiler Einschnitt verhindert, dass sich die Zufahrt ähnlich einfach gestaltet wie in den Nachbartälern. Kurve um Kurve geht es entlang senkrecht abfallender Felswände über eine spektakuläre Zufahrtsstraße steil hinauf in die Ortschaft Vissoir. Hier teilt sich das Tal auf in das westliche Val de Morie und das östliche Val de Sinal. Die Landschaft wird weitläufiger und auf den Sonnenterrassen siedeln sich schon früh die ersten Dörfer an. Mitte der 50er Jahre hält auch der Tourismus langsam Einzug im malerischen Val d'Anivier. Das erste Dorf mit Wintersporteinrichtungen ist Vercorin am westlichen Taleingang. Bald darauf folgt auch Grimens mit seinem ersten Schlepplift. 1960 ist es auch ganz zu hinterst im Tal in Sinal soweit. In der südlichsten Ortschaft des Val d'Anivier entsteht ein erster kurzer Proma-Schlepplift. Das heutige Skigebiet entsteht dagegen erst 6 Jahre später auf der gegenüberliegenden Talseite. Als Zubringer dient eine für die Zeit typische Luftseilbahn der Firma Habegger nach Sorbois, ergänzt wird sie um mehrere Schlepplifte der Firma Bühler. Eine dieser Anlagen ist der Schlepplift Combe de Sorbois. Er entsteht als Fortführung des Schlepplifts Chiesot und stellt unterhalb des Schlepplifts Combe de Sorbois somit die mittlere Sektion der 3 Schlepplifte dar. Als einziger ist er relativ flach trassiert und dient somit in der Folge auch als Übungsanlage. Heute wird er durch die Sesselbahn Chiesot gedoppelt und ist damit vollkommen redundant. Mittlerweile wurden die Bügel durch Tellergehänge ersetzt, was seine Aufgabe als reiner Übungslift unterstreicht. Nichtsdestotrotz bedient er mit 1000 Meter Länge und 220 Höhenmetern einige recht interessante Abfahrten. Tal- und Bergstationen wurden im Laufe seines langen Lebens übrigens bereits mehrfach ersetzt.